Hallo zusammen, Anbei, ein neues Must-Have. Habe ich mir gekauft, hätte ich mir allerdings gar nicht kaufen brauchen, aber ihr kennt das ja vielleicht. Ich bin so einer, oder ich habe es mal gemacht, ich habe Werkzeug verliehen. Kennt ihr bestimmt auch, dass ihr mal ein Werkzeug verliehen habt und da wartet ihr heute noch drauf, dass das mal wieder zurückkommt. Ja? Dann kommt das Problem, an wen habe ich das denn verliehen und wann war das nochmal? Das heißt, das neue Problem ist, ihr wisst gar nicht mehr, an wen ihr das Werkzeug verliehen habt. Ja? Und genau das Ganze ist passiert. Ich blende euch nämlich jetzt mal ein Video ein. Muss ich sagen, gibt es nichts Geileres als das hier. Ja? Das Ding, ihr habt das jetzt angeschraubt, das ist ja am Lenkgetriebe angeschraubt. Und dadurch, dass hier drin Kugeln sind, die sich verkanten, habt ihr eine Spurstange rucki zucki erneuert. So, und genau dieses Werkzeug, was ich eingeblendet habe, ist für mich eigentlich ein Must-Have. Gerade wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Axialgelenke, da kommt man sehr, 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 sehr schlecht mit der Rohrzange dran. Und das ist so für mich eigentlich das ultimative Werkzeug dafür. Hat keine Ahnung, wie oft schon funktioniert und war auch immer noch heile. Das Problem ist, dass dann jemand kam, ich weiß nicht mehr, wer es war und ich weiß auch nicht mehr, wann es war, der hat sich das ausgeliehen. Und dann kommen wir zum nächsten Problem, es ist weg. Ja. Und deswegen musste ich natürlich, jetzt stelle ich euch mal eben anders hin, damit ihr das auch sehen könnt, musste natürlich entsprechender Nachschub her. Und ich habe mich diesmal für ein anderes Werkzeug entschieden, was aber die ähnliche Funktion erfüllt. So, ich habe zwar jetzt gelesen, dass wo der Aufkleber ist, das hattet ihr auch mal in die Kommentare geschrieben, wo der Aufkleber ist, ist oben. Also, hier ist der Aufkleber. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Nein, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. So. In dem Fall müssen wir es andersrum machen. Und zwar habe ich jetzt ein neues Werkzeug organisiert. Das kennt ihr ja. Und in dem Fall sind jetzt hier drei verschiedene Aufsätze dabei. Ja? Eins, zwei und drei. Das heißt, je nachdem, was ihr wirklich für ein Axialgelenk da verbaut habt. Also das ist, glaube ich, schon eher so, ja, ich sag mal so Sprinter, ne? Klasse. So, und das ist das mittlere, war glaube ich immer so das, was wir so benutzt haben. Ne? Das ist so für Golf und Astras dieser Welt. Und keine Ahnung, das kleine ist wahrscheinlich auch für irgendwelche kleinen Autos. So, und ihr seht hier drin, das ist eben ganz wichtig, ich hoffe, ihr könnt das auch wirklich sehen, dass man, da sind so drei Walzen drin und die verkanten sich natürlich. Jetzt habe ich hier, weil nächste Woche kommt nämlich jemand, der muss genau dieses Ding hier ersetzt haben. So. Der muss dieses Ding hier ersetzt haben. Und das ist jetzt quasi das, womit wir festziehen können. Und das ist das andersrum zum Lösen. Ne? Wichtig ist, dass wir das natürlich in beide Richtungen verwenden können. Wir wollen ja nicht nur lösen, sondern wir wollen das Ganze ja auch festziehen. Natürlich muss man Spurstangkopf muss man abschrauben. Das ist der einzige Nachteil, den man vielleicht an diesem Werkzeug hat. Anders geht es nicht. Ne? Aber dann das hier drauf machen. Und das ist quasi die Verlängerung. Und das Gute daran ist, dass ihr natürlich hier, wo ist er? Das nicht mit Gewalt festzieht, sondern ihr könnt hier hinten drauf einen Drehmomentschlüssel machen. Ja? Also das alte Werkzeug, das verlinke ich euch unten auch mal, das war ein bisschen günstiger, das ist jetzt ein bisschen teurer. Allerdings, wenn ihr so, ja, ich sag mal, eine Garage habt, wo mehrere und unterschiedliche Autos kommen, ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Aber ihr seht, wie genial sich das, wir gucken nochmal eben hier gemeinschaftlich, sich das da drin verkantet. Ja. Ja, ihr könnt damit also, das bin ich sehr häufig gefragt worden, kann man damit nur lösen oder kann man damit auch festziehen? Bei dem alten, was ich euch verlinke, was ich nicht mehr habe, ne, konnte man lösen und festziehen. Und bei dem anderen, hier bei dem hier, kann man auch lösen und festziehen. Jetzt kann ich das nicht miteinander vergleichen, weil ich das dann leider nicht mehr habe. Und, aber ich glaube, dass dieser Durchmesser hier auch ein bisschen geringer ist. Das heißt, wir haben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Platz, weil oftmals ist es ja so, dass man oftmals dann vielleicht schon am Querlenker schleift, ne? Oder am Aggregateträger oder so. Ne?
Ja, ihr könnt aber in die Kommentare hauen, welche Werkzeuge ihr mal verliehen habt, auf die ihr vielleicht heute noch wartet. Oder habt ihr vielleicht sogar noch ein Werkzeug von irgendjemandem anderen? Dann wäre es wahrscheinlich schlau, das an der Stelle mal zurückzugeben. Weil ich finde immer, das ist so ein bisschen No-Go. Ne? In dem Fall muss ich jetzt aktiv werden, weil diese Dinger, diese Axialgelenke jetzt hier, mit dem Mausschlüssel kommt ihr teilweise zwar vielleicht noch drauf, aber ihr könnt nicht drehen. Ja, das ist also im eingebauten Zustand oftmals wirklich sehr, 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 sehr schlecht zu machen. Das heißt, das kommt wieder hier rein. Das wird wahrscheinlich alles nächste Woche kommen. Da werden wir das Ganze ausprobieren. Ich verlinke euch das, wie gesagt, wieder unten in dem Video. Und ich kann euch nur empfehlen, das alte, wenn ihr gerade Axialgelenke machen müsst, das alte war schon genial. Das ist jetzt hier ein bisschen teurer. Allerdings, ihr seht auch, dass ihr wirklich von klein bis groß wirklich alles machen könnt. Ja. Okay, das war die Trockenübung. Das mit dem Aufkleber nach oben hat leider auch nicht funktioniert. Aber wir werden das jetzt entsprechend kennzeichnen mit oben. Und theoretisch war es das auch in diesem kurzen Video. Und ich sage wie immer, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.